Minister, zumindest für Wirtschaft, ist noch da, meine Damen und Herren. Herr, das ist schön, danke. Der Kollege Kazian ist auch momentan nicht mehr da. Das heißt, das Interesse an der Debatte ist ein bisschen im Schwinden begriffen. Aber der Kollege Kazian hat ja der Opposition vorgehalten, wir würden hier das ein bisschen als Placebo-Diskussion kritisieren. Nun, wenn Sie selber nicht ernst nehmen, diese Debatte um den auch europäischen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt, dann sind Sie selber schuld. Das brauchen Sie aber uns nicht vorhalten. Denn wenn man sich die Tagesordnung ansieht, dann kommt natürlich schon der Verdacht auf, dass man gesagt hat, naja, wir haben keine Gesetzesbeschlüsse. Meine Damen und Herren, in 2 Tagen 2 Gesetzesbeschlüsse, die leidige Passgeschichte und der Waffengesetzänderung, das rechtfertigt 2 Parlamentstage. Sie können sich auf keine Gesetzesbeschlüsse mehr einigen. Anscheinend junktimieren Sie ja jede Personalentscheidung jetzt mit wichtigen Reformvorschritten und deshalb stehen wir heute hier und müssen Ihre Pflichtübungen hier abdienen, weil wenn Sie wirklich, und es wäre notwendig, und wir würden gerne darüber sehr intensiv diskutieren, wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass Österreich beitragen muss, in Österreich, aber auch in der Europäischen Union, dass endlich dieses Prinzip in Wachstum und Fortschritt und Beschäftigung zu investieren gefördert wird und als Nummer 1 gesehen wird, dann müsste man so eine Debatte auch von Ihrer Sicht ein bisschen anders führen. Und das ist dem ganz einfach zu wenig, zu sagen, ja, bei uns ist alles besser. Na, Gott sei Dank, und das anerkennen wir auch, dass es in Österreich, Gott sei Dank, und da sind wir auch in Deutschland, auch in Holland geht es besser als im Durchschnitt der Europäischen Union, dass es besser geht. Weil wir auch vielleicht eine andere Perspektive haben, weil wir andere Rahmenbedingungen haben, aber das kann ja nicht ausreichend sein für so eine Debatte. Und wenn hier auch steht im europäischen Konnex, ja, dann muss man sich da mal anschauen, was da alles falsch läuft. Aber auch falsch läuft mit der europäischen Perspektive Österreichs. Wie schaut denn unsere Politik gegenüber der Europäischen Union aus? Wo sind denn die Initiativen, meine Damen und Herren, von den Regierungsparteien, genau diesen Grundsatz durchzusetzen, der auch für uns so wichtig ist? Weil für uns als exportorientiertes Land, wo die Arbeitsplätze in Österreich auch dadurch geschaffen werden, dass gute Betriebe in Österreich Märkte außerhalb des Landes haben, innerhalb der Europäischen Union, aber auch außerhalb, haben wir ein fundamentales Interesse, dass dieses Prinzip umgesetzt wird. Und dass auch unsere Außenpolitik, meine Damen und Herren, unsere Initiativen in der Außenpolitik genau in diese Richtung gehen und sie nicht abschotten und sagen, ja, wir sind ganz was, wir sind eine bürokratische Einheit, für uns sind irgendwelche konsularischen und diplomatischen Geschichten wichtig, aber die Wirtschaft, das interessiert uns nicht. Das wären die wichtigen und notwendigen Dinge. Und nicht nachlaufen jeder Initiative, jetzt wieder, bitte, ich meine, wenn man sich das anschaut, so ganz locker 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro für Spanien, aber nicht für das Land, nicht für die Menschen, nicht für die Kaufkraft in diesem Land, nicht für die Betriebe, nicht als Markt hier auch für Österreich wichtig, nein. Und das haben auch die Spanier selbst gesagt. Diese 100 Milliarden Euro an europäischem, damit auch österreichischem Steuergeld, ausschließlich zur Rettung der Spekulationsbanken in diesem Land. 100 Milliarden Euro. Nach dem Desaster in Griechenland, wo jeder weiß, dass kein Cent von diesem Geld jemals wieder zurückgezahlt werden wird, dass kein Cent von diesen Abermilliarden, die dort investiert werden, in den Aufbau von Strukturen investiert wird, dass kein Cent davon in die Unterstützung von Kaufkraft oder Wirtschaftsleistung gesteckt wird. Das wäre so wichtig auch für uns. Das wäre auch so wichtig für die Länder, um den Menschen Perspektiven zu geben. Wenn heute hier beklagt wird, 50% Jugendarbeitslosigkeit etwa in Spanien, ja, kein Cent dieser 100 Milliarden Euro, die wir dorthin schicken, wird zur Verbesserung des Arbeitsmarktes geleistet, sondern nur für die Boni der Bankmanager. Das ist doch ein Skandal, meine Damen und Herren. Und da muss man doch mit aller Kraft dagegen antreten. Wo soll denn das noch hinführen? Wo soll denn das noch hinführen? Und was ist das, meine Damen und Herren, auch von der Sozialdemokratie? Die europäische Solidarität, die ist wichtig, ja.
aber nicht die Solidarität mit den Spekulanten, nicht mit den Bankiers, nicht mit den internationalen Finanzhaien, sondern Solidarität mit den Menschen, mit den Arbeitnehmern und auch mit den Betrieben, mit den Wirtschaftstreibenden. Das ist gut und richtig, aber die fehlt, diese Solidarität, weil Europa nur von Bürokraten und Diplomaten und Bankunterstützern regiert wird derzeit und Österreich nichts dagegen tut, nicht die Stimme dagegen erhebt, dass hier endlich einmal eine Trendwende erfolgt. Das sind die Dinge, die wir hier diskutieren wollen. Dann sind wir auch bereit, hier gemeinsame Aktionen zu setzen. Das wäre auch notwendig, denn, meine Damen und Herren, nur die Wirtschaft, ob jetzt in Europa und im Speziellen auch in Österreich, schafft die Arbeitsplätze, die wir brauchen. Nur funktionierende Betriebe. Und in Österreich ist es eine kleine und mittelständische Wirtschaft, die sich nicht alleine behaupten kann am Weltmarkt. Und das sind die Märkte, die es gilt gemeinsam. Das wäre so eine wichtige Aufgabe der Europäischen Union, einer Wirtschaftsunion, dass man diesen Betrieben hilft, um gegen auch den Protektionismus und die unglaublichen Strategien etwa asiatischer Staaten zu Felde zu ziehen, die mit Lohndumpings, die mit Sozialdumpings, die mit Umweltdumpings unsere Märkte kaputt machen. Und niemand tut etwas dagegen. Seit Jahren beschäftigt sich die Europäische Union mit sich selbst und mit der Bewältigung der Finanzkrise. Und ich brauche jetzt nichts dazu sagen, dass auch kein Jota an Regulierungen beschlossen worden ist, um diesen Spekulationen endlich ein Ende zu setzen. Wir haben in Österreich viele Aufgaben, auch Hausaufgaben zu erfüllen. Es ist gut bei uns, Gott sei Dank, aber vieles, wenn ich mir jetzt nur die Schuldenlasten der Länder ansehe, die nicht bereit sind, endlich diese überkommenen Strukturen aufzugeben, dass wir auch wieder Spielräume zu schaffen, um in die Zukunft, in die Bildung, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Da haben wir viele Hausaufgaben. Aber das Wichtigste wäre, dass in Österreich und in Europa endlich eine Europapolitik passiert, die für die Menschen da ist und nicht für Konzerne, Banken und Spekulanten. Applaus